Willkommen zu einer weiteren Runde Hand of Fate. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Diesmal müsste es die Staubdame sein, genau, die uns entgegensteht. Another round and our game truly begins. Natürlich Story Mode. Genau, die Staubdame. Okay, also wenn ich viel Gold besitze, nehme ich an, werde ich langsamer. Dann schauen wir uns das doch A mal bold an. woman, this one. She did not collapse when the Empire did. No, she took up arms, organized her people, and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. Okay, sei nicht das Opfer, sei der Täter. Na super. Wir werden das Deck wieder selbst zusammenstellen. Ich habe das letzte Mal halt einige Fehlannahmen getroffen, und zwar, dass man tatsächlich die Sachen, die man hier auswählt, schon von Anfang an hat, aber man bekommt die trotzdem erst durch das Abenteuer, und dadurch ist halt nicht sichergestellt, dass man auch Sachen wieder verkaufen kann. Also das ist eher dann noch Zufall. Insofern, ich würde sagen, auf jeden Fall immer die besten Dinge auswählen. Eventuell bekommt man die dann. Ist aber natürlich das Problem bei Frost Tower, dass wir gar nicht wissen, wie gut das ist. Weil wir es zwar gefunden hatten, aber wir konnten es ja nicht auswählen. Oh, das wollte ich nicht wegwerfen. Wollte ich diesmal wirklich mal anschauen. Also weiß ich, das ist super. Und die Axt. Also mindestens die Axt. Dann, das hatten wir letztes Mal auch nicht gefunden. Normales Schild. Rüstungen. Ja, Ketten der Raserei weiß ich halt auch immer noch nicht, ob das jetzt wirklich eine gute Karte war, aber mittlere Rüstung haben wir dann auch noch. Heilende Haube, die hatte ich ja gekauft. Genau, die Heilung werden verdoppelt. Und Helm des Entdeckers hatte ich, glaube ich, im Tutorial auf. Das hat man schon mehrmals benutzt. So ganz nützlich in den Kämpfen. Ja, und da wissen wir auch noch nicht, was das wirklich ist. Zugunsten eines anderen Helms. Den Helm des Entdeckers weglegen und die Artefakte auf jeden Fall alle hinzufügen, weil ich glaube, die sind eigentlich nie schlecht. Also nehme ich jetzt einfach an. Und noch den Helm des Abschmetterns. So. Ich denke, die Ausrüstung ist ganz gut, also. Kommt halt scheinbar immer ein bisschen aufs Glück an, ob man die Sachen auch dann zieht. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt schon mal ein paar von den neuen Sachen auch kennenlernen. Zu den Begegnungen. Ich nehme mal alle raus, die ich nicht unbedingt drin haben muss. Zeichen und Begegnungen. Der Fluss war ja das mit dem Durchqueren und dann eventuell halt ein besonders tolle Sache finden. Dann nehme ich einfach mal ein paar von den neuen Sachen noch mit, die wir noch nicht kennen. Der Priester ist bestimmt nicht so schlecht. Das ist bestimmt 50-50 hier. Bäuerin ist wahrscheinlich auch ja positiv. Ach, nehmen wir einfach alle neue. Die Teufelswahl. Hatten wir es wirklich dann auch gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das nochmal dazu.
Teufelswahl, Teufelswette. Das Labyrinth. Ja, war jetzt eher unspannend, oder? Der Fluss nochmal, falls er dann wirklich gut nach voll kam. Genau. Dann sind wir fertig und starten das Spiel. Now we play for the cup, the first of my symbols. Der Kelch, der da rumschwebt, okay. I've added some cards to spice up the game. In addition to the pain and gain decks, there are now blessings and curses. Choose your steps carefully. Können ins Inventar. You can always review your cards here. Hab ich letztes Mal gar nicht wirklich gesehen. Okay, hier ist der Fluch, dass wenn wir mehr Gold haben, dann noch langsamer sind. Leichte Rüstung und die rostige Axt sind die Default-Gegenstände. Und der Rest kommt dann einfach noch dazu. Ja, wo gehen wir lang? Given how rarely one encounters the folk, you are fortunate indeed to meet Merith again. Or perhaps we are merely cycling around the wheel and dipping into the same memories time and time again. Ich möchte jetzt nicht zu langweilig erscheinen, aber ich nehme wieder das Leben. If you gain health, then I work harder to take it. Der Fluss. How will you cross this time? Geh nochmal voll, bitte. Choose from these options. Ja, sehr schön. Was gibt es uns? Eine goldgrüne Karte. I'm sure you are grateful for that. Natürlich. Well done. Immer wieder das Gleiche. Im Tutorial war es ja so, dass ich ihm das Brot gegeben hatte und er hat mir ein Schild gegeben. Level davor war es ja so, dass ich ihm das Brot gegeben hat und er hat mir gar nichts gegeben, außer vielleicht einen Schlag auf den Kopf. Diesmal werde ich ihn fragen, was er möchte. Für die Frage, wie man das Schild bekommt. A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Priests, gods, and eternal damnations. I have no truck with any of it. Wir nehmen die Vorräte. Es ist auch nicht besser wie in dem Laden im letzten Dungeon, aber. Were you hoping this was the end? No, another floor awaits. This game is still only beginning. New rules, new tools, new abilities. We have far to go as yet. Okay, wird richtig fies. Ja, wir holen die Waffe.
Erfolg. Sehr schön. Eine Verbesserung ist es ja auf jeden Fall. Der Reisenheiler, den wir wohl nicht brauchen. Ihn zum Laden. Weil die rostige Axt kann man, glaube ich, auch nicht verkaufen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Nein, okay, die haben wir beide ausgerüstet. Also ich bin ganz ehrlich ein bisschen darauf bedacht, aktuell möglichst wenig Gold mit mir umherzutragen. Greed. If it were not for greed, then who would play at this game? Ich habe sie einfach nicht überrascht, aber sind es jetzt mehr oder weniger? Oder? Das war kein guter Kampf, wirklich nicht. A shield for the marathon, not the sprint. Vorräte sind super. Okay, ich schaue erstmal ins Inventar. Goblins. I do love goblins. Truly, I haven't seen their like in years. Excellent. Ha!
better than trudging along a muddy road. Certainly. You are close on her trail, and more confident than I had imagined. Perhaps you will play beyond this mark, and we will see your true mettle. A terrifying walk to get to the Queen. So many potential places for an assailant to get the upper hand. Da ich jetzt keine wirkliche Wahl. Ja. Sehr gut. Also, wir haben ja das bessere Schild. Das kann man auf jeden Fall verkaufen. Fling your opponent's challenges back in their faces. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch weg ist. Nächstes Abenteuer. Ein Räuberangriff. Our bandits are displeased with your challenges. Noch displeased. Keine Widerworte, gut. Though I admire his ilk, I live by very different rules. Was machen wir? Die größte Herausforderung, das größte Risiko? Das ist gut, das ist wirklich gut. Ha!
With practice and good timing, you can reflect ranged attacks. Die beiden Händler hatten wir eigentlich schon. Again, the stones tumble upon you. Gesundheit, na super. Oh dear. Oh, das ist schon die Stoppdame. Noble causes turn to rotten enterprise. You may win this battle and send the queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? Also ich habe keine Wahl. Again, a token is at stake. Okay. Inevitable, I suppose. So often those who beat plowshare to sword die by the grim instruments of their industry. Still, she fought well and bravely, which is all I expect from my pawns and players. Natürlich. Da war sie schuld dran, dass sie verloren hat. Er scheint ziemlich mächtig zu sein, auch wenn ich nicht weiß, wie er wirkt, ob man ihn dann ziehen muss, oder... Das sehen wir dann beim nächsten Mal. You have earned the first of the symbols of my power and passed the first gate. There is no turning back now. Previously I was merciful, but now I cannot be. It is begun. I crafted each of these cards over the course of years. You have taken them from me in mere moments. Hat schon ein bisschen länger gedauert als ein paar Momente. Das klingt gut. Pestbube, das ist dann wahrscheinlich der nächste Gegner. Zirkus des Teufels und schlafend im Wald. Und das letzte, was wir erhalten. Den Rüstung der Kälte, das sind tatsächlich Ausrüstungsgegenstände und riesige Hammer. Den will ich. Come, play again.
das war's mal wieder. Wir haben die Staubdame besiegt. Nein, vom Kampf her war ich diesmal nicht ganz so gut, aber nach und nach versteht man halt bestimmte Spielmechaniken besser. Bis jetzt kann ich nicht sagen, dass das Spiel durch die Auswahl der Karten oder durch das zufällige Auswählen der Karten so unberechenbar ist, dass man nicht gewinnen könnte. Es hängt da ziemlich viel von Glück ab, aber ich aktuell sehe ich nicht, dass es ein großes Problem darstellt. Also wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Ob das wirklich so bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.